Was ist von größter Bedeutung, damit du wieder im nächsten Jahr in deine Kräfte kommst, Dinge realisieren kannst, die du dir vorgenommen hast? Das Ganze bist du. Und darum geht es in diesem Video. Ein paar Tipps dazu, wie du es schaffst, wieder zu Kräften zu kommen, Klarheit zu bekommen und von innen heraus dein Leben zu leben und nicht gelebt zu werden. Mein Name ist Martin Zimmermann, ich bin Business Life Coach. Hier geht es um das zweite Thema aus meinem 10-Punkte-Countdown, absteigend bis zum 31.12. Jeden Tag ein kurzer Tipp, wie du das nächste Jahr noch besser werden kannst und mehr aus deinem Leben rausholen kannst. Ja, wenn es dir so geht, dass du eigentlich müde bist, dass du froh bist, dass wieder diese Ruhezeit, diese ruhige Zeit da ist, diese vorweihnachtliche Zeit, diese Weihnachtszeit, die Ferien, neues Jahr beginnt, weil du damit in Verbindung bringst, dass es sowas wie ein Neubeginn ist, dann überleg dir doch mal, sind die Themen, die du bei dir noch nicht so ganz geregelt hast? Was ist das, was dir nicht gefällt? Was sind die Energien? Was sind die Ergebnisse, die du nicht erreicht hast? Welche Themen sind dieses Jahr in 2021 erschienen in deinem Leben, die dich nicht gut fühlen lassen, die ein Unwohlgefühl in dir zum Brodeln bekommen? Dich zum Brodeln, dich aufbrodeln lassen, dich, wie so schön heißt, die dich außer dir sein lassen. Wenn du diese Themen erfahren hast, wenn du gemerkt hast, dass da einiges ist, was einiges ungelöst ist, was dich noch blockiert, was dir noch wehtut, was vielleicht auch körperliche Symptome hervorruft, dann hängt es meist, oder es hängt sicherlich damit zusammen, dass noch einige mentale Blockaden da sind, weil ich gehe davon aus, viele Menschen, denen ich begegnet bin, die mich begleitet haben, haben mir auch gesagt und bestätigt, dass alles aus deinem Kopf kommt. Jede Idee hat das Potenzial, zu deiner Realität zu werden. Und deine Gedanken von gestern haben deine Realität von heute erschaffen. Daher ist es wichtig, dass du verstehst, was wichtig ist für dich, damit du bei dir bist, dass du nicht nur geistig zu Klarheit kommst, dass du weißt, was du willst, sondern auch körperlich und seelisch im Reinen bist mit dir selbst und dass du dich gesunden darfst, lässt und auch zur Ruhe kommst und dadurch auch diese ganzen Genesungsprozesse und Heilungsprozesse auch erst in die Einleitung bekommst. Was für mich zuallererst ganz wichtig ist und ich kann dich nur dazu ermutigen, das zu tun, weil es ist machbar. Wir bekommen immer gesagt, ja, es geht schon vorbei, aber nein, es geht so lange nicht vorbei, bis du Dinge kapiert hast, warum sie in dein Leben eingetreten sind. Zum Beispiel bei mir sind es immer wieder Probleme, unter Anführungsstrichen, Herausforderungen. Ich sehe es als Aufgaben an mit meiner Ex-Frau. Warum ist da noch einiges offen? Weil ich noch vieles in mir noch nicht geklärt habe, weil ich mein Verhältnis zu ihr noch nicht normalisiert habe, indem ich ihr liebevoll gegenübertrete, weil ich immer noch teilweise der Meinung bin, dass sie Dinge falsch tut oder dass sie in der Verurteilung ist. Aber letztlich bin ich immer noch derjenige, der sie verurteilt, der Dinge noch nicht objektiv genug sieht, der noch nicht die Weisheit, diese Abgeklärtheit, diese Gelassenheit an den Tag legt, die ich dann letztlich auch in ihr reflektiere und ich das Ganze natürlich dann wieder zurückbekomme. Was mir nicht gut tut, was dir nicht gut tut, solange du Dinge noch nicht geregelt hast bei dir, kriegst du sie von anderen zurück. Daher fang an, dich zu gesunden, ich nenne es auch, dich zu entgiften. Und das beginnt immer bei dem Geist. Überleg dir mal so, mach dir mal so eine kleine Inventur vielleicht heute, bevor das neue Jahr beginnt. So, was geht durch deinen Kopf? Was sind so die Gedanken, an die du dich erinnern kannst? Die Ideen, die du hattest, das ganze Jahr über die letzten 12 Monate, die dich zu dem letztlich gemacht haben, was du bist heute. Und wenn das vieles dabei ist, was nicht zu dir gehört oder was du ändern willst, dann schreib es doch einfach auf und sagst, so ist mein Ausgangspunkt, so würde ich es gerne haben. Das zum Thema Geist. Und was hat mir eine Trainerin gesagt von mir? Dein Verstand ist ein guter Diener, aber ist kein guter Lenker. Also du kannst nicht deinen Verstand bedienen, sprich du kannst deine Intelligenz
deine Erfahrungen, alles, was du gelernt hast, kannst du oder was du noch lernen willst, ist natürlich von Vorteil. Aber auf was es ankommt, ist, dass du auf dein Herz wieder hörst. Also sprich, du kommst wieder in diese Beziehung zu dir. Jetzt geht gerade mein Rollladen runter hier. Ich hoffe, das hört man nicht. Schau, dass du wieder deine Gefühle wahrnimmst. Denn wir sind emotionale Wesen und Energien sind übertragbar. Sprich, was ich ausstrahle, bekommt auch jemand anders mit. Angeleitet oder provoziert immer von meinen Gedanken. Aber letztlich, was die Menschen in die Gefühle bekommt, wie ich die Menschen die Emotionen sind immer das, an was sich die Menschen erinnern. Die erinnern sich nicht an deine Worte, die erinnern sich an das. Egal, ob du jetzt privat, persönlich, direkt im persönlichen Kontakt bist oder über die sozialen Netzwerke, es geht darum, was spüren die Menschen? Fühlen sie das, was du sagst? Spüren sie dich? Oder sind es einfach nur leere Worte, die du ihnen mitteilst und sie erinnern sich an letztlich nichts mehr, weil du sie nicht berührt hast? Also, sei dir dem bewusst, du bist ein emotionales Wesen, versteh deine Emotionen wieder, versteh, was zu dir gehört, was nicht zu dir gehört. Soweit zum Thema Mentales, Emotionales, das gilt es zu regeln und vor allem auch dein Körperliches. Dein Geist kann nicht funktionieren, wenn dein Körper nicht funktioniert. Das heißt, sprich, wenn dein Körper fit ist, wenn er ausgeruht ist. Und schau dir doch mal an, was du den ganzen Tag so isst. Bist du oft im Stress auch? Stress provoziert auch zusätzliche Energie, die du brauchst. Das heißt, du hast vielleicht mehr Hunger als jemand, der ruhig agiert. Also schau mal, was den Stress auslöst auch. Dann schau auf deine Ernährung. Was genau nimmst du zu dir? Sind das gesunde Nahrungsmittel? Wie viel Zucker nimmst du zu dir? Zucker ist nicht unbedingt das Gesündeste, was du nehmen kannst. Macht auch extrem abhängig und kreiert noch mehr Bedarf an Zucker. Ich sehe es als eine Droge an. Alkohol vernebelt deinen Geist. Und was passiert aus dem Geist? Deine Gedanken, die daraus entstammen, werden letztlich zu deiner Realität. Also wenn du die irgendwie blockierst durch Alkohol, auch durch ungesundes Fleisch, was keine Bioqualität hat, da sind so viele chemische Substanzen drin, von Hormonen über Impfstoffe, was auch immer, die den Tieren zugefügt werden, dass das letztlich auch in deinen Körper reingeht. Also werde dir bewusst, was du in deinen Körper aufnimmst, mach dich auch zu dem, was du bist. Und ja, schau dir das Ganze mal an. Schau dir auch an, wie geht's dir, wenn du mal in Ruhe bist. Bist du in dieser Seelenruhe? Wenn du alleine bist, kannst du überhaupt alleine sein? Nämlich, wenn du alleine in dieser Ruhe bist, und für mich ist die Einsamkeit teilweise, oder temporär zumindest, sehr von Nutzen, wenn du neue Dinge erschaffen willst, wenn du in die Kreation kommst. In der Ruhe liegt die Kraft, heißt es ja. Also, wenn du dich ausruhst, dann geht es ja um einiges besser. Dann kommen neue Ideen, dann kommen neue Impulse. Das passiert nicht, wenn du ständig von lärmenden Menschen umgeben bist, die auf dich einreden und die vielleicht nicht ganz so deiner Ausrichtung entsprechen und nicht in die gleiche Richtung gehen wie du. Und sei dir auch bewusst, diese Kraft des Schlafes. Wie wichtig ist Schlaf? Ich kann mich nur erinnern, ich habe lange Zeit Basketball gespielt und meine besten Spiele habe ich nicht absolviert, weil ich am meisten trainiert habe vorher. Und weil ich die beste Muskelmasse hatte, nein, die besten Leistungen habe ich bringen können, weil ich vorher ausgeschlafen war. Es war meistens nach den Weihnachtsferien, deswegen passt es jetzt genau zeitlich. Aber es war immer dann, wenn ich zu Hause war, wenn ich ausschlafen konnte, wenn ich regelmäßig im gleichen Rhythmus Nahrung zu mir genommen habe, wenn ich umgeben war von Menschen, die mich lieben, die ich liebe. Dann war das dieser positive Cocktail, der mir dazu verholfen hat, auch ja, in die körperliche Bestform zu kommen. Und was dir körperlich gut tut, das wird dein Geist dir auch gut schreiben und wird davon zehren. Daher sei dir bewusst, dass das Große und Ganze, diese Körper, Geist und Seele Balance, wenn die stimmt und wenn das zu deiner Nummer 1 Priorität wird, dann ist es nächstes Jahr so gut wie erfolgreich. Es kann dir nichts passieren, wenn du in dieser Balance bist. Du wirst auf jeden Fall gesünder sein, du wirst offener sein für neue Abenteuer, du wirst fitter sein, du wirst produktiver sein
Und auf jeden Fall kreativer und inspirierter, weil diese Kraft einfach eine unheimliche Macht hat und dich beflügelt und deine Ziele, die ich im vorigen Video besprochen habe, auf jeden Fall dir hilft, denen näher zu kommen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Setz doch gerne ein Like drunter, abonniere meinen Kanal, schreib in die Kommentare, was dir vielleicht sonst noch einfällt, was du erleben willst im nächsten Jahr, wo du noch Hilfe brauchst, zu welchen Themen ich noch sprechen kann. Schreib es gerne rein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und morgen ist das Video dran zum Thema Stärken. Ich freue mich drauf. Danke nochmal fürs Zuschauen. Ciao.